Fellbrügger, ihr seid hier Instruktor in der Swiss Indoor Ski Anlage. Ihr habt hier nicht nur in Anführungszeichen Athleten, die trainieren, ihr habt auch Athleten, die vor einer Verletzung zurückkommen oder Athletinnen. Was ist denn da der Vorteil für die Athletinnen? Der grosse Vorteil am Reha-Skifahren ist, dass man früher eigentlich wieder das Grundmaterial anlegen und brauchen kann. Das heisst, man kann die Zeitspanne verkürzen, weil man eigentlich nicht Skifahren kann, weil hier die Belastung für die verschiedenen Gelenke weniger gross ist. Es ist klar, es braucht gewisse Sicherheitsvorkehrungen, dass das auch möglich ist. Also es gibt auch eine Aufhängung, dass man mit Teilkörperbelastung fahren kann. Es gibt ganz unterschiedliche Systeme, dass man eigentlich früher wieder Skifahren kann. Also ist mit jeder Verletzung möglich, hier eben wieder den Anfang vom Training zu machen? Sei es Knieverletzung, Rückenverletzung, Fußgelenkverletzung, also ihr könnt hier alles wieder quasi therapieren? Das ist klar, der größte Teil, den wir bis jetzt hier hatten, heißen sicher Knieverletzungen, weil es eine der häufigsten Verletzungen im Skisport ist. Aber wir haben unter anderem auch schon Füße- und Hufverletzungen gehabt und das funktioniert auch. Rückgeber, bis anhin noch keine Erfahrung. Ich denke auch, dass es nicht unbedingt geeignet ist, jetzt hier auf diesem Teppich mit Rückenverletzungen das aufzubauen. Das macht mehr Sinn für die Unterextremitäten. Und wo stossen Sie an Grenzen? Weil es ist ja nicht alles simulierbar jetzt hier mit dieser Indoor-Anlage. Wo stossen Sie einfach an Grenzen oder sagen, okay, jetzt können wir nicht weiter, der Rest muss auf dem Schnee passieren? Also wo stossen Sie an Grenzen? Das Interessante ist ja, dass wir eigentlich ansetzen vor dem Schnee. Das heisst, wir werden hier die Leute optimal vorbereiten, bis sie eigentlich, bis die Wundheilung so gut ist, dass sie über Schnee kommen und höhere Belastungen bestehen über eine Struktur. Das heisst, an Grenzen stossen die wir nicht. Wir sind froh, wenn die Leute früher wieder auf den Schnee kommen. Prima, merci vielmals, Michael Brügger.